Bad girl, I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse trash. Und ein herzliches Hallo zurück zu GTA Online. Also, seit einigen Tagen lese ich auf YouTube leider nur noch kompletten Bullshit. Ich habe mir gerade von ein paar YouTubern Videos angeguckt, habe mir Kommentare durchgelesen und einiges anderes. Und ich denke mir so, Leute, ernsthaft. Ist die deutsche GTA-Community so dermaßen dämlich geworden, dass die bloß noch aus kleinen Kiddies besteht, die einfach denken, ja, wenn ich mit dem Rechtsanwalt drohe, werden sie das Video schon runternehmen. Ein Scheißdreck würden wir tun. Außerdem, was regt ihr euch eigentlich so auf, Mann? Ohne Mist, ihr regt euch über Sachen auf, die null und nichtig sind. Eure Gamertags sind keine echten Vornamen und keine echten Nachnamen. Da wird keine Handynummer oder gar nichts wird damit, kann man daraus lesen bzw. erkennen. Also was redet ihr da bitte für Scheiße von wegen, ja, mein Rechtsanwalt wird schon regeln und keine Ahnung. Oder, ja, komm eins gegen eins in die Lobby und da will der eine Typ seine Dings dann nicht mal nennen, sein Gamertag. Also, was ist mit euch los, große Fresse im Internet, wenn man dann ein 1 gegen 1 gegen euch in GTA will, dann zieht ihr den Schwanz ein. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Leute, die die Fresse aufreißen und denken, die sind Götter. Oder die Leute, die die Fresse aufreißen und wirklich was machen. Ich zum Beispiel bin der Typ, gut, wenn jemand 1 gegen 1 gegen mich haben will. Oder besser gesagt, ich suche mir die Leute aus. Ja, und ich ziehe es dann noch durch, wie ihr in meinen Videos seht. Egal, ob ich dafür auf die Fresse kriege oder nicht. Aber es gibt ja wieder so ein paar Leute, die sprengen sich ja dann eher weg und dann machen dann Easy Way Out oder keine Ahnung. Nach dem First Hit machen sie dann gleich Evo. Wo ich mir auch denke, Digga, ganz knusper bist du aber auch nicht, ne? Na egal. Darum soll es jetzt auch hier in dem Video nicht gehen. Ich meine nur, besonders passend sind wieder die Jamix Community. Wie auch immer. Digga, ich weiß nicht, was dein verficktes Problem ist, aber du musst echt so ein Minderwertigkeitskomplex haben, dass du deine Killis vorschickst, weil du es selber anscheinend nicht gebacken kriegst, dir irgendwas zu reißen oder es selber zu klären. Jetzt musst du deine Kiddies holen. Das mit 40.000 Abonnenten kriegt er es noch nicht mal selber gebacken. Du bist doch so dermaßen erbärmlich, Digga. Ohne Scheiß. Und sowas wie du, der Glitches hochlädt. Ey, das ist schon ein Grund, wo ich ulfen könnte. Aber okay. Jedem seine Sache. Jetzt mal im Ernst, mit welchem hast du leicht zu heiß geduscht oder kriegst du keine anderen Videos hin? Und deine eigene Community beleidigen. Läuft bei dir. Wie man ja aus Ausschnitten von Inspector Poofs, das Video werde ich euch unten in der Infobox verlinken, sehr gut sehen kann, dass er mit seinen Leuten echt beschissen umgeht, aber so ein Arschloch hat 40.000 Abonnenten. Läuft bei ihm. Obwohl ich da auch bezweifle, dass die nicht Legends sind. Diese erste. Jamix, wenn du mir 40.000 Leute vorbeischickst, die dieses Video disliken. Und nicht durch irgendwelche Bots. Oder wirklich 40.000 Leute auftreibst, die mein Video hier. Und das wird 100% passieren, dass das sowas von heftig gedisliked wird. Aber weißt du was? Es ist mir sowas von scheißegal. Kannst du ruhig machen. Weil ich denke mir so, ich persönlich habe nichts gegen dich, ja, aber mich fuckt deine Art ab, weil ich kenne dich privat nicht. Ich kenne bloß das, was du auf YouTube machst und das ist ja auch richtige Scheiße, weil man kann Geld auch legit machen. Ich habe schon ein, zwei Videos dazu gemacht. Ich habe es auch schon in Streams gezeigt, dass man legit Geld machen kann, aber ja, warum auch, ne? Glitches geht ja viel einfacher. Nur dass dafür Konten gebannt werden können und die Placey gesperrt werden kann, weil die ID-Adresse rausgefunden, also Sony die IP-Adresse rausfindet, beziehungsweise Rockstar. Das sagt ihr nicht dazu, ne? Ja. Deswegen bleibe ich lieber auf der sicheren Seite. Das Geld hier, die 4,6 Millionen zum Beispiel, die sind legit.
Die habe ich von Nachtclub, Motorclub-Sachen und anders. Klar, Rockstar ist teuer, gebe ich zu. Rockstar, besonders Munition kaufen und Easy Way Out machen, ist teuer, gebe ich zu. Aber es geht auch, wie gesagt, anders. Man kann auch legit, wenn man Freunde hat oder Community, wie in deinem Fall, kann man ja eigentlich Geld machen. Sogar legit. Man kann Yachtabwehr machen, man kann Panzerwagen machen, man kann verschiedene Missionen machen, die auf doppelt sind. Aber das kriegst ja du in deinen kleinen Erbsenhimmel nicht rein, ne? Wahrscheinlich auch noch von irgendwelchen Amis geklaut, die Glitches. Und dann einfach nur übersetzt und auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen, wie so 90% der GTA-Community machen, also GTA-YouTuber machen. Ich meine, manche machen es wirklich gut. Manche, da denke ich mir, Digga, nach auffälliger hättest du es nicht machen können, oder? Ich meine, ich kenne mich mit Glitches nicht aus. Ich habe vielleicht einen Glitch hochgeladen und den habe ich auch erst ein paar Mal davor getestet, bevor ich den hochgeladen habe. Das hat aber auch ziemlich wenig Leute interessiert, also habe ich es gelassen. Ja. Klar, ich habe früher auch geglitcht, durchgehend. Aber ich wurde von Rockstar schon vorgewarnt und habe mir gesagt, seit dem Tag, ich glitche nicht mehr. Toll. Mach mal den Rucksack kaputt. Egal. Mich fuckt einfach euer Verhalten ab. Das kann doch nicht sein, dass ihr 16-, 17-jährige kleine Pisser seid, wahrscheinlich noch zu Hause wohnt und einen auf große Eier macht. Aber wenn euch dein Real Life irgendwie fragt, ja, Digga, was läuft mit dir? Dann schnell zu Mami und Papi rennen. Da rumheulen. Sowas kann ich ja partout leiden. Also, Jamex, Jam oder wie auch immer du Spargel-Tarzan heißt. Wir können das gern in der geschlossenen Lobby alleine klären. Oder auch gerne in der Party, mir ist es egal. Nur deine Leute vorzuschicken. Wegen Inspektor Poops seinem Video. Noch nicht mal selber Stellung dazu ziehen. Finde ich schon ein bisschen hart erbärmlich, oder nicht? Also, das ist eine offene Kampfansage an dich. Und an deine Community, aber mehr an dich als an deine Community. Also, entweder wir klären das in einer Party wie Erwachsene, bevor ich bei dir ausgehe, dass du kein Erwachsener bist, oder jedes Mal, wenn ich einen von deinen Leuten in der Lobby sehe, werde ich ihn abfacken. Also, ciao.